Wenn man sich das so anschaut, 255 HGB, Anschaffungs- und Herstellungskosten, dann ist das der Moment, wo der Dozent verzweifelt. Warum? Weil er vorher unglaublich viel Zeit und Energie investiert hat, darin zu zeigen, dass Aufwand und Ertrag die Begriffe in der FIBU sind und Kosten und Leistung die Begriffe in der BIBU. Wir sind jetzt hier eindeutig in der FIBU. Wir sind bei der externen Präsentation, wir sind in der Finanzbuchhaltung. Und jetzt schreiben diese Juristen da tatsächlich Anschaffungs- und Herstellungskosten rein. Das sind allenfalls Anschaffungsausgaben von mir aus. Und Kosten sind es schon mal gleich gar nicht, denn wir haben gerade gesehen, das ist ein Aktivtausch. Ja? Also wenn Sie wollen, können Sie im 255 den Begriff Kosten unterschlängeln, damit Sie sich im Ernstfall daran erinnern, dass hier eine falsche Begrifflichkeit vorliegt. Ja, können Sie ruhig im Gesetz machen, denn unterschlängeln ist nicht verboten. Sie dürfen bloß nicht da an den Rand schreiben, ihr Idioten oder sowas. Ja, das dürfen Sie nicht. Aber unterschlängeln dürfen Sie im Begriff schon. Wir sind in der FIBU, ja. Wir sind bei dem externen Präsentationsinstrument Bilanz und D&V, das wir nennen Jahresabschluss. Wir sind auf der Bühne. Ja? Noch einmal, FIBU bedeutet externe Präsentation. BIBU bedeutet interne Steuerung. FIBU bedeutet, du machst dich schick oder hässlich und gehst auf die Bühne. Aber auf jeden Fall gehst du auf die Bühne. Und BIBU bedeutet, du schließt die Tür ab, bist allein in einem Raum, stellst dich nackt vor den Spiegel und guckst mal, wie sieht es aus. Fettpölsterchen hier, ja, und so, wie sieht es aus. Ja, alleine, Tür zuschließen, dann ausziehen, dann nackt vor den Spiegel stellen. Das ist BIBU. Ja? Nicht verwechseln, bitte. Ja, nachher heißt es, ich hätte gesagt, FIBU bedeutet nackt auf die Bühne gehen. Das habe ich nicht gesagt. Ja? FIBU ist externe Präsentation, entweder schick angezogen oder hässlich, aber angezogen, geschminkt. Heute meistens schick geschminkt. Ja, wir haben gesehen, die Maßgeblichkeit ist weggefallen. Wir können uns also innerhalb gewisser Grenzen dort schick machen. Höhere Absätze, bisschen Schminke, Push-up-BH und so weiter. Ja, irgendwo ist da eine Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen. Aber wir können so einiges tun, um es ein bisschen hübscher zu machen. Bitte was?